aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen bei Barrierefrei aufgerollt, der Sendung von Bizeps Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Katharina Mühlebner. Eleganz, Anmut, Spaß, Sport, Gemeinsamkeiten finden, den Körper kennenlernen, das sind nur ein paar Begriffe, die mit dem Thema Tanzen verbunden werden können. Man kann allein oder zu zweit tanzen oder auch in der Gruppe tanzen. Man kann das Tanzbein oder die Leder schwingen lassen. Für die einen ist Tanzen ein spaßiges Hobby, für die anderen ein Sport, bei dem es um Wettbewerb und Preise geht. Für wieder andere ist der Tanz eine Methode, um Grenzen zu überwinden. In dieser Sendung geht es um das Thema Tanzen. Wir stellen Ihnen ein Schulprojekt vor, das Diversität und Inklusion durch Freude an gemeinsamer Bewegung und Tanz erreichen will. Ein weiterer Teil der Sendung beschäftigt sich mit dem Thema Rollstuhl-Tanzsport. Begleiten Sie uns also beschwingt in die Welt des Tanzes. Inklusion in der Gesellschaft. Dafür kämpfen selbstbestimmt Lebenbewegungen auf der ganzen Welt. Wenn Menschen mit Behinderungen Teil der Gesellschaft sein sollen, ist es wichtig, dass Inklusion schon in der Schule oder im Kindergarten stattfindet. Obwohl Inklusion in den Schulen eine wichtige Forderung der UN-Behindertenrechtskonvention ist, ist diese noch immer nicht flächendeckend umgesetzt. Das inklusive Schulprojekt Mellow Yellow will mit Kunst- und Sportangeboten die Schulen inklusiver machen. Das Projekt wurde von MAD, Verein zur Förderung von Mixed Able Dance Performance, verwirklicht. Professionelle Künstlerinnen und Künstler mit und ohne Behinderungen setzen sich dafür ein, dass das Thema Inklusion Kindern und Jugendlichen auf spielerische Weise nähergebracht wird. Wir begrüßen die Tanz- und Performance-Künstlerin Elisabeth Löffler. Elisabeth Löffler ist unter anderem Mitbegründerin von Liz Art Productions. Ebenso ist sie Gründungsmitglied der Tanzgruppe Bilderwerfer, einer Tanzgruppe von Künstlerinnen und Künstlern mit und ohne Behinderungen. In dieser Sendung wird sie uns etwas über das inklusive Schulprojekt Mellow Yellow erzählen. Hallo Elisabeth Löffler. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Mellow Yellow, der Name, was bedeutet denn das? Ja, Mellow Yellow heißt eigentlich übersetzt, Mellow ist sowas wie weich und sanft und Yellow ist gelb. Es ist eigentlich ein Begriff, es geht um das Sehen. Im Auge gibt es viele Sehnerven und die in der Mitte, da sind ganz viele Nerven und da kann man sozusagen am besten sehen. Und an der Seite des Auges, so am sogenannten gelben Fleck, da kann man nur Bewegungen sehen. Und deswegen haben wir auch das Wort Mellow Yellow genommen, weil wir, wie schon gesagt wurde, mit Mellow Yellow ja in Schulen gehen, als Künstlerinnen, als Mixed Able Teams. Das bedeutet, es sind nicht behinderte und behinderte Tänzerinnen und Tänzer. Wir schauen sozusagen aber an dem Thema Inklusion lustvoll vorbei. Also wir gehen über die Kunst als Künstlerinnen in Schulen. Gleichzeitig bringen wir das Thema Inklusion mit, indem wir dran vorbeischauen, so wie das der gelbe Fleck im Auge möglich macht. Also leicht ist es auch zu erklären, wenn man in den Sternenhimmel schaut, muss man immer ein bisschen am Stern vorbeisehen, um ihn zu sehen. Würden Sie noch einmal genauer auf die Ziele von Mellow Yellow eingehen, bitte? Das Ziel von Mellow Yellow ist eigentlich, dass bis zum Jahr 2030 100 Mixed-Abled-Kunst-Teams und 100 Mixed-Abled-Sport-Teams in allen Schulen unterrichten. Das ist sozusagen das trockene Wort, halt anwesend sind und wir uns gemeinsam austauschen mit den Kindern. Wie läuft denn so ein Projekttag von Mellow Yellow an den Schulen ab? Können Sie mal das bisschen beschreiben? Ja, so ein Aktionstag beginnt damit, dass das Künstlerinnen-Team in die Schulen kommt und mal eine kleine Performance macht, die so bis zu 15,
15 Minuten dauert. Da schauen die Kinder und meistens auch die Lehrer auch zu. Und wir erklären gar nicht viel vorher. Und nach diesen ungefähr 15 Minuten gibt es einen Austausch mit den Kindern, was sie jetzt gesehen haben. Und je nachdem, wie alt die Kinder sind, fangen wir dann gleich mit ihnen zu tanzen an oder sie fragen mehr. Ja, und dann ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir zusammen Mittag essen. Und in diesem informellen Teil des Mittagessens werden natürlich viele Fragen von den Kindern gestellt oder oft gestellt. Und nach der Mittagspause gibt es so einen sogenannten Workshop-Teil. Also da tanzen wir einfach miteinander und sehr oft gibt es am Ende auch eine kleine Performance. Das ist alles freiwillig und sehr auf die Kinder abgestimmt. Und dann ist eigentlich ein Schultag zu Ende, der dauert sozusagen von 9 bis etwa 15, 16 Uhr. Was vielleicht auch wichtig ist, nach 4 bis 6 Wochen treffen wir uns nochmal zu einem sogenannten Resonanztreffen. Das heißt sozusagen, wir fragen die Kinder oder Jugendlichen, wie war der Tag für euch? Wie präsent ist denn das Thema Behinderung im herkömmlichen Schulalltag oder wie präsent sind Menschen mit Behinderungen? Es ist immer dann präsent, wenn es sozusagen politisch ein Thema wird. Grundsätzlich ist es mir nach wie vor viel zu wenig präsent. Jetzt war ja gerade oder ist gerade die ganze NAP-Geschichte und nach wie vor das Thema Inklusion in Schulen sozusagen kurz mal Thema, aber überhaupt nicht umgesetzt. Ja, und ja, also es ist dann präsent, wenn wir es selber sehr forcieren und ansprechen. Aber so von selber habe ich den Eindruck, passiert nach wie vor viel, viel zu wenig. Also wie versucht Mello Yello konkret die Einstellung zum Thema Behinderung an den Schulen zu verbessern? Mello Yello ist ein Kunstprojekt und die Schule ist sozusagen ein Ort von Mello Yello, wo wir am meisten Potenzial und Chancen sehen, weil halt Inklusion und Bildung einfach zusammengehört. Aber wir kommen als Künstler und hoffen halt, dass die Kunst diese Kraft hat, die Inklusion auch so lustvoll und so interessant und so spannend für alle zu machen, dass es nur mehr alle haben wollen. Und Mello Yello ist sozusagen kein Projekt, sondern will halt strukturell was ändern. Deshalb diese Idee auch mit den Sportteams, weil wir sozusagen auch den Sport mitnehmen wollen und dieses Thema Lehrende im Mixable Team mit dem Sport erweitern, weil sich auch nicht alle Menschen dauernd nur für Kunst interessieren. Also sozusagen ein weiteres Feld von Inklusion aufzumachen mit Hilfe vom Sport. Warum ist Tanz ein Medium, um Inklusion voranzubringen? Was ist das Gute dran? Ja, für uns Tänzerinnen und Tänzer ist es Tanz, weil das unser Hauptausdrucksmittel ist. Und ich finde es halt auch ganz besonders, weil sozusagen da der Körper und das Nonverbale im Mittelpunkt steht und nicht die Sprache. Und manche Dinge kann man sozusagen über den Körper leichter, besser, schneller kommunizieren und die Leute auch ganz woanders abholen. Und es ist dann auch für Menschen, die nicht sozusagen als die Sprache als Hauptkommunikationsmittel haben, ganz leicht möglich, auf Augenhöhe teilzunehmen. Also das ist im Sinne, wenn man halt sozusagen nicht gerne spricht oder Sprache nicht deine oder Deutsch halt nicht deine Erstsprache ist als Beispiel, ja. Also der Körper ist ein sehr adäquates Mittel für sehr viele Menschen, wo Sprache nicht sozusagen das Hauptkommunikationsmittel ist oder sein kann. Es ist sehr inklusiv. Weil wir gerade von Körper- und Selbstwahrnehmung geredet haben, welchen Stellenwert hat das im Schulalltag oder im Alltag der Kinder? Körper- und Selbstwahrnehmung hat leider sehr wenig Platz im Alltag und das ist auch eine Aufgabe sozusagen von uns, die einfach mitkommt. Plötzlich ist der Körper im Mittelpunkt und zwar jeder Körper.
Und über den Körper können manche Menschen viel leichter, viel genauer und viel klarer kommunizieren. Und die Selbstwahrnehmung kommt natürlich im gemeinsamen Tanz, im gemeinsamen körperlichen Kontakt. Man spürt dann sehr gut, mit der Person werde ich schneller warm, die Person mag ich nicht sehr gern. Und man muss darüber nicht sprechen, man geht dann einfach auf Distanz oder man geht näher und man muss gar nichts dazu sagen. Und natürlich für Menschen, für die Deutsch nicht die Erstsprache ist, ist natürlich die Ausdrucksformen Tanz, also Ausdruck über den Körper, eine Erleichterung. Und sie können auf anderen Ebenen zeigen, was sie können und in Kontakt treten. Welches Verständnis von Tanz liegt in dem Projekt zugrunde? Es gibt ja verschiedene Tanzarten. Welches Tanzmodell liegt dem Projekt zugrunde? Ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke dabei. Ja, also was wir machen, ist natürlich zeitgenössischer Tanz. Das bedeutet, das ist der Tanz, der jetzt passiert, den wir jetzt sehen, wenn wir Aufführungen sehen. Wir kommen aus der Kontaktimprovisation, was bedeutet, egal welcher Körper, alle Körper können tanzen und die Begegnung kommt über den Dialog. Also es gibt, also im Vergleich zu Ballett, wo es bestimmte Formen gibt, was Ballett ist und ob das gut oder schlecht ist, ist es bei Kontaktimprovisation eben der Kontakt von zwei Körpern wichtig, auf Distanz oder ganz nah, und dann die Improvisation. Das heißt, der Tanz entsteht im Moment. Und das heißt Kontaktimprovisation. Und dieser Idee von Tanz folgen wir. Jetzt denke ich mir, Projekttage und Projektwochen, das ist schön und gut, eine schöne Sache, aber Inklusion soll ja weitergehen, also nicht nur für ein paar Tage und dass die Leute dann sozial erwünscht antworten und es hat es gut gefallen, sondern was muss passieren, damit das durch das Projekt wirklich verankert wird in den Schulen, nicht nur so eine Sache ist von wenigen Tagen oder wenigen Wochen? Die Idee ist, dass das sozusagen eigentlich ein Impuls ist, aber auf lange Sicht 2% aller Schultage im Jahr sind somit so Mixed Able Teams für alle Schulen besetzt. Und eben die Idee vom Role Model ist ja, dass die jetzt Kinder und Jugendliche sind, dass die später dann sagen, oh, ich möchte auch zum Beispiel Lehrerin werden oder ich möchte auch zum Beispiel Tänzerin werden. Die langfristige Idee ist, dass sich das strukturell festlegt, dass sozusagen Mixed Able Teams in Schulen unterrichten. Wir kommen halt von der Kunst oder vom Sport, aber die langfristige Idee ist, dass es überhaupt Mixed Able Leitungs- und Lehrpersonal gibt. Ja, also das ist sozusagen die langfristige Idee. Wir sind nur ein Teil und wir haben die Idee, wollen wir halt weitertragen und vor allem, dass die Inklusion dann von den Schülerinnen kommt, die dann später Erwachsene sind und die sich dann gar nicht mehr vorstellen können, dass so wenig Menschen wie, also dass ein Team nicht mixed abled ist und nicht nur in der Kunst. Das ist so das langfristige Ziel. Wir kommen halt von der Kunst und vom Tanz, aber wir sind sozusagen auch Impulsgeber für alle anderen, die dieses Modell des gemeinsamen Arbeitens, Lebens und Kunstmachens sozusagen unterstützen und gut finden. Tanzen kann eine Möglichkeit sein, um Menschen durch Bewegung einander näher zu bringen und den Körper besser kennenzulernen. Tanzen ist aber auch eine Sportart. Seit 2008 ist Rollstuhltanzen eine anerkannte Sportart im Behindertensportverband, in der es auch Europa- und Weltmeisterschaften gibt. Sabrina Gostner zählt zu den Hoffnungsträgerinnen im Rollstuhlsporttanz. Derzeit ist sie auf Platz 7 der Weltrangliste. 2019 vertrat sie gemeinsam mit Sanja Vukasinovic Österreich bei der Rollstuhlsporttanz-WM in Bonn, wo sie Platz 11
in der Kategorie Single Woman erreichte. Und das war nicht ihre einzigen Erfolge. 2019 erlangte sie Platz 2 bei einem internationalen Wettbewerb in den Niederlanden, Platz 3 bei den Polish Open sowie Platz 3 beim Manhattan Cup in Frankfurt. Nun gibt uns Sabrina Gossner einen Einblick in die Welt des Tanzsportes. Frau Gossner, schön, dass Sie da sind. Wie ist es denn bei Ihnen zum Tanzen gekommen? Wie hat das angefangen? Also ich bin jetzt beim Rollstuhltanzen seit 2010 dabei. Angefangen hat das Ganze, indem ich damals meinen Mann kennengelernt habe und wir auf der Suche waren nach einem gemeinsamen Hobby. Und da sind wir dann über Internet auf den Verein Wheelchair Dancer Salzburg gestoßen und haben uns dann mal gedacht, da schreiben wir jetzt einfach einmal die Obfrau, Frau Kerstin Gurika, an und dass wir mal uns zum Probetraining vereinbaren. Und wir waren dann von Anfang an einfach begeistert von dem ganzen Team, was da einfach vor Ort war beim Training, von dem ganzen Teamzusammenhalt. Und ja, das Besondere macht es einfach auch, dass wir zu Turniere fahren und nicht nur immer als hobbymäßig zum Training kommen, sondern einfach auch auf was hinarbeiten. Und das hat das Ganze dann einfach spannend und interessant gemacht und einfach dann auch die Leistung international zu messen dürfen. Das war einfach dann ein super Einstieg und ein super Erlebnis. Und ich bin auch nach wie vor super gern beim Tanzen dabei. Und was fasziniert Sie so am Tanzen? Na, eigentlich alles, sage ich jetzt mal. Es ist einfach eine super Sportart für Rollstuhlfahrer auch, weil man einfach den ganzen Körper durchbewegt, auch wenn man in der Anführungsstriche nur sitzt, aber man merkt es dann auch in die Füße, dass man die dann einfach auch mit anspannt und die ganze Körperhaltung sich einfach verbessert und aufrecht bleibt. Und eben das ganze Team, den Zusammenhalt, wir sind da ein super Team und es ist da echt jeder für jeden und man kann sich auch an jeden wenden, wenn man mal irgendwelche Sachen hat, was bei einem nicht so gut funktioniert, dann kann man sich ans Team wenden und schauen, wie macht der das. Und das ist dann echt einfach super. Und wie läuft das? Wir sehen sie jetzt leider nicht. Wie kann man sich Rollstuhltanzen praktisch vorstellen? Wie läuft sowas ab? Hat man da eine Choreografie oder? Genau, da gibt es verschiedene Disziplinen. Ich mache 2 Disziplinen und da sind 5 Tänze in der Single-Kategorie, das wäre einmal der langsame Walzer, Tango, Samba, Rumba und Jive. Da gibt es die verschiedenen Basics, die was die Choreografie erhalten sollte, dann einfach für die Wertungen bei den Turnieren. Und sonst sind da echt oft ganz viele Freiheiten, wie man es interpretiert, die ganzen Elemente. Aber es gibt in jedem Tanzer zwischen 2 und 4 Basics, die was da einfach dann drin sein sollten. Und seit Anfang 2020 mache ich Freestyle. Das ist eine andere Kategorie, da ist man dann alleine auf der Fläche. Und da geht es um die eigene Musik, um die eigene Choreografie, was man da einstudiert. Und das hat einen gewissen Zeitvorgabe, was man da haben sollte von dem Lied oder von der Choreografie. Und die wird nachher umgesetzt und auf einen selber individuell angepasst, sage ich jetzt einmal, was zu einem gut passt. Und da steht eigentlich aber auch keine Grenzen. Was bedeutet Single? Wie kann man sich das vorstellen? Sind Sie da alleine oder? Genau, Single schaut so aus, dass man eben, wie gesagt, die 5 Tänze hat. Und da ist man dann auf sich alleine gestellt. Es gibt auch das Paartanzen oder eben ein Single, da ist man dann ganz alleine und trete zwischen 20 und 24 verschiedene Damen dann an. Und die machen aber das alles für sich alleine, ohne Partner beim Auftritt dann. Und bei dieser Single-Kategorie haben Sie eine vorgegebene Choreografie, habe ich das richtig verstanden? Da haben Sie eine vorgegebene... Ja, so einzelne Basics-Elemente sind es. Also keine ganze Choreografie, sondern einzelne Elemente, was man einstudiert, was man gut trainiert. Und die müssen dann erhalten sein und mit dem Rest verbindet man einfach dann selber, wie man das fühlt und wie man es dann umsetzt. Können Sie ein Beispiel für so ein Element nennen, dass man sich das bildlich vorstellen kann? Das wäre jetzt zum Beispiel,
wenn man rückwärts schiebt mit dem Rollstuhl und dann immer abwechselnd einen Arm nach dem anderen nach hinten rausführt. Das ist bei uns Fliegerei, nennen wir das. Und das wird dann auch eingesetzt und durch das, dass man dann wieder von dem Element rauskommt, setzt man zum Beispiel dann eine Drehung drauf und geht dann in Grundschritt weiter. Und dieses Freestyle heißt, können Sie das noch ein bisschen mehr beschreiben? Beim Freestyle sind eigentlich der Tänzerin, dem Tänzer, keine Grenzen gesetzt. Da hat man eine gewisse Zeitvorgabe von knappe 2 Minuten. Da befindet man sich dann auch alleine auf der Fläche zu dem Zeitpunkt für den Auftritt. Und da kann man sich dann das eigene Lied aussuchen, die eigene Choreografie. Da sind dann auch keine Vorgaben in dem Sinne. Eben nur, da wird dann bewertet den Schwierigkeitsgrad, die Präsentation, wie man es nach außen hin verkauft, sage ich jetzt mal. Und da gibt es eben verschiedene Punkte, die was ihm dann in dem Wertungskriterium einfließen. Und da hat dann jeder seine eigene Choreografie. Im Single ist das eben der Unterschied, da muss jeder die gewissen Basics-Elemente drin haben. Das ist im im Freestyle eben nicht so. Und was gibt es da so für Moves im Rollstuhl, die man drauf haben sollte? Sie haben schon ein bisschen gesagt, zurückfahren mit der Hand. Was gibt es da noch? Eben die ganzen Grundschritte gibt es da noch. Oder mit den Rollstühlen, die sind dann auch aufs Tanzen ausgelegt, auf den Sport. Da kann man ganz leicht ganz, ganz schnelle Drehungen machen, was mit einem Alltagsrollstuhl nicht möglich wäre. Und da ist man einfach viel beweglicher und der reagiert einfach viel mehr auf Körperaktionen. Oder auch auf den Kopf, wenn man ein bisschen nach links neigt, dann fährt er gleich nach links eine Kurve oder nach rechts die Rechtskurve. Oder nach rückwärts und zum Eindrehen. Das macht er dann ganz viel von selber schon, eben durch die Körperrotation, was man da dann macht. Und was sind so Beispiele für Grundschritte? Im langsamen Walzer zum Beispiel ist Doppelschub. Im Takt einfach bei 1 oben, bei 2 Schub und bei 3 wieder nach oben dann. Und bei Samba ist dann abwechselnd mit lange und kurze Aktionen. Das ist ganz unterschiedlich. Es ist aber ganz viel am Fußgängertanzen angepasst von den Grundschritten her, wenn man dann auch mit Partner tanzt, dass sich das von den Füßen auf die Räder dann super übertragen lässt. Eben ganz viele Elemente sind auch wie im Fußgängertanzen. Also ich habe jetzt keine Erfahrung, weil ich seit Geburt an im Rollstuhl sitze. Aber vom Optischen her sind es einfach ganz viele gleichbleibende Elemente, was man halt nur als Greifradaktion macht im Rollstuhl und der Fußgänger macht es mit den Füßen. Jetzt würde mich noch interessieren, bei einem Wettbewerb, was wird da bewertet? Worauf achtet die Jury alles? Zu einem, dass die Basics-Elemente einfach drinnen sind, die was bewertet werden, dass das die Wertungsrichter auch sehen, dass man die sauber und korrekt ausführt, wie die ganze Choreografie sonst noch zusammengestellt ist, wie der Ausdruck nach außen hin ist, ob man auch das Publikum mit beeinzieht und wie viel Schwierigkeitsgrad man drin hat, wie zum Beispiel, ob man schnelle Drehungen macht, mehrere hintereinander, abwechslungsreich und dann auch wieder die Basics-Elemente nicht nur einmal zeigt, sondern am besten 2 bis 3 Mal. Wird nach Behinderungskategorien unterschieden? Ja, genau. Da wird unterschieden, je nachdem, welche Behinderung man hat und wie viel man eingeschränkt ist. Da gibt es einmal das LWD 1 und LWD 2. In LWD 1 sind eher höhere Lähmungen mit mehr Einschränkungen, auch von Fingerfunktionen und so. Und LWD 2, was die Lähmungen weiter nach unten sind. Das wird dann immer vor dem Turnierstart, wenn man neu anfängt, wird das nachher einfach angeschaut und durch das wird man nachher in die jeweilige Kategorie von LWD 1 und LWD 2 eingestuft. Und bei Wettbewerben treten dann immer nur dieselben Behinderungskategorien gegeneinander an oder ist das gemischt? Nein, das ist quer durchgemischt. Das wird ihm dann angeschaut vor den Turnieren, eben wenn man da startet, wie weit ist derjenige eingeschränkt, wie viel kann der machen, dass das einfach dann auch fair bewertet werden kann.
bei diesen Paartanzen, wie kommen die Paare zusammen? Also Sie haben jetzt mit Ihrem Mann getanzt, sucht man sich das selber aus oder wird man da zugeteilt? Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe eben zum Beispiel, wie schon gesagt, mit meinem Mann damals angefangen. Es gibt auch verschiedene Konstellationen von, dass einer einfach mal sagt, man, ihm würde es Rollstuhl tanzen interessieren. Und da sind nachher in einem Verein vielleicht schon zwei Single-Dancer drin, die was dann irgendwie sagen, sie wollen gerne entweder Duo oder Kombi, je nachdem, ob stehend oder mit dem Rollstuhl. Und dann kann man schauen, wie kommt man da zusammen, geht sich das aus, passt das einfach auch. Und so wird es dann eigentlich auch oft dann so gefunden, sage ich jetzt einmal. Oder man fängt eben gleich schon gemeinsam, dass man sich dazu entscheidet als Partner oder Freunde oder auch Mutter-Tochter kann. Also da gibt es dann keine Grenzen, wer mit wem dann tanzen will. In dieser Sendung haben wir gesehen, wie vielseitig Tanzen sein kann. Ob man sich beim Tanzen ja kennenlernt und Spaß zusammen hat und dadurch möglicherweise Grenzen überwindet oder ob man im eleganten Kleid anmutig über das Parkett rollt. Beim Thema Tanzen ist für jeden was dabei. Ob man im Rollstuhl sitzt oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Nur die Hingabe an die Bewegung zählt. Das war unsere Sendung zum Thema Tanzen. Wir danken unseren Gästen für ihre Beiträge. Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen, finden Sie wie immer weiterführende Informationen auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstätter und Martin Ladstätter. Barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.